Oh, scheint ja ziemlich leer zu sein. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wintern wir den Dodo aus. Yeah! Und mit dabei ist der Besitzer, der yeah. Lennox. Yep! Und meiner. Wir versuchen jetzt mal einen Kaltstart durchzuziehen und schauen, ob er anspringt. Yeah! Aber ich bin guter Dinge. Dodo macht es schon. Also, wir sehen uns gleich. Ich weiß ein bisschen das Kennzeichen ab. Das macht nichts. Ja, dann Dodo. Dodo macht das schon. Genau. Ja. Dodo, spring an! Spring an! Ja, guck mal. Was jetzt hat er gesagt? Wenn er anspringt, dann bin ich froh. Der Dodo schafft das. Der Dodo macht das schon. Guck mal. Scheint jetzt erstmal nicht zu wollen. Aber hört sich erstmal gut an. Guck mal. Was ist denn das? Ja, er läuft! Super! Man muss irgendwie sagen, wir sind hier gerade auf einer ziemlich unkomfortablen Straße unterwegs, aber es ändert sich gleich. Dodo macht das schon. Am Anfang hat er ein bisschen gezickt, aber ich denke mal, weil der Motor noch nicht warm war. Der hat ja jetzt, sagen wir mal, bestimmt 5 Monate gestanden und da muss der Motor jetzt warm laufen. Wir sehen uns gleich. We are on the road again. Und ja, wir sind gerade dabei, knapp dabei Gruft zu verlassen, also wir fahren Richtung Feldweg. Nur eine Info, wir fahren nach Pleit, Miesenheim, so die Richtung. Ja, und wenn auch der Feld angekommen ist, dann darf der Lennox was fahren. Dann ist er Besitzer dran, der Besitzer. Ja, wir sehen uns gleich. So, jetzt war der Lennox dran. Jetzt kann ich mal ein bisschen zoomen. Ich stelle euch das Auto mal nachher noch mal ein bisschen mehr vor. Er fährt gerade wie ein Alkoholiker. So. Wir sehen uns gleich. Also wir sind gerade auf dem Feld. Nur damit ihr euch nicht wundert. Bis gleich. So, ich stelle euch mal den Wagen vor. Also, was wir hier vor uns stehen haben, ist ein 1964er 1200er Käfer. Und ja, der Dodo, so nennen wir den. Und ja, ein bisschen Rattenlook hat er auch schon bekommen. Scheinwerfer leuchten beim Fahren, aber nur vorwärts, glaube ich, rückwärts, weiß ich nicht mehr genau. Der hat ja auch eine Zeit lang gestanden. Hier, Rattenlook, wie gesagt, der hat ursprünglich mal 2 Spiegel, aber der ist abgeflogen, irgendwann mal. Weiße Felgen, die schicken Radkappen. Tja, und sehr guter Zustand. Ja, sollte man sagen, es geht weiter. So, wir sind auf der Brücke. Yeah! Das heißt, unter uns ist nur hier der Boden und danach ist gar nichts mehr. Unter uns ist Autobahn. Autobahn, hallo! Hier, wie man sieht. So, der Käfer hat übrigens damals noch ein Problem gehabt, und zwar mit der Lenkung. Der hat ab und an mal gehakt. Aber heute fährt er einwandfrei. Leute, aber die Tanklenkung ist im Wald, in der Tankstelle, um ihn aufzutanken. Da wollten wir noch zuerst mal kurz hin. Oh, jetzt sind wir von der Brücke runter.
Wir nähern uns Richtung Kretz. Aber da fahren wir nicht rein. Nö. Im Sommer vielleicht irgendwann mal. Genau. Aber mal gucken. Yep. Wir fahren erstmal nach Pleit. Bis gleich. So, wir sind jetzt an Kretz vorbei. Das heißt, wir nähern uns jetzt Pleit. So. Bisschen Anstoß muss man dem, wenn man aufs Gelände aufkommt. Und ansonsten fährt er sich gut. Wir sehen uns, wenn wir kurz vor Pleit sind. So, gleich fahre ich wieder. Wir sind jetzt ungefähr auf der Mitte des Feldweges, Richtung Pleit, von Kretz nach Pleit. Und, tja. Komm mal, stopp. Nein, fahr doch nicht ins Gelände rein. Komm mal, stopp. Ach, geil. Bis gleich. So, ich habe das Auto wieder unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob ihr es vom Feld gesehen habt, wieder, wo ich wieder am Steuer bin. Ich muss sagen, das ist das sparsamste RC-Auto, was es überhaupt gibt. Das ist das erste Pack Batterien, was wir drin haben. Und wir sind von Gruft bis nach Pleit damit gereist. Und der fährt immer noch wie, als wenn wir gerade erst gestartet. Einfach nur. Der fährt in derselben Geschwindigkeit. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, den Heimweg können wir auch mit den Batterien antreten. Mal sehen. Wir sind auf jeden Fall gleich in Pleit. Ja. Bis gleich. So, bin gleich im Pleit angekommen. Und das Auto fährt wie eine 1. Wie gesagt, ich denke dabei, dass das sparsamste ferngesteuerte Auto ist, was es gibt, da wir keinen Batteriesatz nicht gewechselt haben. Kein einziges Mal. Und wir sind schon von Grupp nach Pleit gefahren. Und der fährt eigentlich wie, als hätten wir die gerade rausgeholt. Also in derselben Geschwindigkeit, als schön entspannt. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen weiterfahren mit dem Satz. Ich habe noch einige Sätze dabei. Ah, sind gleich im Pleit. Ja. Sind gleich im... Komm mal her! Macht der Alte irgendwelche Faxen. Ja, auf jeden Fall sehen wir, wie das Ding durch Pleit fährt. Ich glaube, jetzt das erste Mal. Wenn das Ding jetzt mal keine Faxen machen würde. Und wir passieren Pleit. Wir sind deutsch. Dodo ist deutsch! Dodo ist durch Pleit! Also, wir sehen uns gleich. Wir sind wie gesagt eben noch in Pleit. Also wir sind schon in Pleit. Und es ist immer noch der erste Batteriesatz. Schaut mal, wie der fährt. Schaut mal, wie der fährt. Top. Ich könnte mich jetzt nicht beschweren. Ja. Wir fahren jetzt hier mal die Pommernstraße rein. Wenn das ist die, wenn das die Straße ist. Ja, da fahren wir rein. Ja, wir sehen uns gleich. Holpriger Weg. So, der Lenk ist wieder am Steuer. Das heißt, er fährt wieder eine halbe Stunde. Nach Hause? Nee, nach Hause fahren wir nicht. Wir sind gerade erst im Pleit angekommen. Was sollen wir denn? Warum sollen wir jetzt wieder nach Hause fahren? Wir sind gerade erst angekommen. Nein. Ja. So. Ist jetzt immer noch keine Batterien gewechselt. Ich befürchte, dass man die mit diesen Batterien noch nach Hause fahren kann. Aber mal gucken. Wir sehen uns dann. Bis gleich. So, wir sind hier erneut in einer Straße. Yeah. In einer, in der ich noch nicht wirklich fahre. Um ehrlich zu sein, gar nicht. Und ja. Schauen wir mal, was das wird. Fahr mal bitte gerade. Ah. Oh. Auto hat man jetzt genug. Auto hat man genug von hinten drin. Jetzt machen wir ein bisschen von vorne. Einfach schick das Auto. Wir fahren mit einem Zug. Nee, wir fahren mit dem Käfer. Oh. Bis gleich. So,
Wir bewegen uns jetzt in Richtung Wiesenheim. Wollte ich jetzt mal fahren. Und ja, ich fahre jetzt gerade wieder. Mal gucken, vielleicht darf der Lenny nochmal zum Rückweg nochmal. Und ja, wir hören noch voneinander. Bis gleich. Wir sind jetzt in Wiesenheim angekommen. Nagel! Lass mal. Und ja, wir fahren hier nochmal eine Runde. Und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Nach Hause fahren. Nein. In die Richtung vielleicht aber noch nicht ganz. Mal schauen. Ja. Wir begeben uns wieder Richtung Pleit. Und dort machen wir so ungefähr eine Pause. Und dann, ja, gucken wir mal. Gucken wir die eine oder andere Straße noch, aber dann fahren wir heim wieder. Also, ich halte euch dann noch auf dem Laufenden. Das heißt, es gibt wie meistens auf dem Rückweg immer ein bisschen Musik. Und ein bisschen schönere Fahraufnahmen. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier wieder im Pleit angekommen. Und ja, Snap schon K.O. Man sieht, er fährt wesentlich schneller wie vorher. Als erstmal ist es dazu gekommen, dass wir Batteriesatz gewechselt haben. Ich denke mal, der hält auch bis nach Hause. Und ja. Ja, zeigt jetzt mit frischen Batterien, fällt mir auf, zeigt ja die Probleme mit der Lenkung, die wir eigentlich schon immer hatten. Aber okay, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Heimweg mit Dudu. Der Lennox ist abgeholt worden, der ist K.O. Und deswegen mache ich den Heimweg jetzt allein. Ich fühle mich so, als ob ich keinen Meter gelaufen wäre. Ja, dementsprechend. Tja. Auf jeden Fall. Na, ich bin Heimweg. Gestalte ich den Heimweg so wie in jedem Roadtrip-Video. Und ja, dabei wünsche ich euch noch viel Spaß. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, abonniert, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, haut rein und tschüss.